Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach Tara, Feurigel und Mauzi auf Abenteuern in der Wüste. Juhu! Ich bin Feurigel. Ja, stimmt. Ich denke auch. Und wieder Hallo. Vollkommen ja. Komplett. Ja, ich bin Miri und ich bin wieder da. Ja, Miri ist wieder komplett. Yeah. Ne, nicht, dass wieder Leute sagen, wo ist Miri? Wo ist Miri? Fies. Miri hat Urlaub gemacht. Aua. Fies. Ja, nee. Fies. Was ist denn mit meiner Feigkeit los heute? Ah, ihr meint diese blöden Stacheln hier mitten in der Base. Ja, wer macht denn sowas? Katze, du, ich hab mitgekriegt, also ich habe ja gestern keine Folge hochgeladen, weil ich böse bin. Du hast aber irgendwas hingekriegt in der Zeit, wo ich nicht da war. Ich hab dein Arc Furnace zum Laufen bekommen. Wie? Und das war ein ziemliches Geschiss. Warum? Was ist das? Weil der Arc Furnace, so wie wir diese Graphitrollen machen wollten, waren die nur auf 50% Kapazität. Ja, aber die Graphitrollen sind immer noch scheiße, die du da reingemacht hast. Nein, die sind einfach nur schon abgenutzt. Das sind die 50er. Warum? Aber warum hast du die abgenutzt? Hallo? Die nutzen sich automatisch ab, du Baumi. Ich hab einen Stack Steel gemacht. Ja, keiner hat dir erlaubt, einen Stack Steel zu machen. Aber das heißt, diese Graphit-Dinger, die müssen die ganze Zeit neu gebaut werden? Nein. Das ist jetzt eine Maschine, Miri. Die sieht gefährlich aus. Die sieht aus, als würde sie gleich losfahren und jemanden umbringen. Ich weiß gar nicht, was das soll. Das ist eine elektronische Schmelze, eine ganz große. Okay. Wofür steht Arc da drin? Und was ist das? Was ist ein Arker? Bin ich denn jetzt doof? Wieso bin ich jetzt gerade. Was ist denn die Engineering Workbench? Ach, da hat Katze Graphit. Ach, Coke das. Okay, und was ist das? Kann ich da draufklicken? Kann ich das aufbauen und einmal Rechtsklick drauf machen? Das ist das Ei. Ich weiß, das teleportiert sich doch dann weg. Ne? Das musst du da machen, wenn Katze in der Luft ist und fliegt. Warum? Wenn du das jetzt machst, werde ich geschreddert. Weil ich über dem Grinder stehe. Das wäre doch witzig. Hier hinten haben wir noch Maschinen gebaut, Miri. Noch mehr? Ja, ein Grinder. Das ist so wie dieses, wo schmeißt egal was rein, da kommt cooles Zeug raus. Puh, das sieht aber gefährlich aus. Da sollte man auch nicht reinspringen, ne? Nur so. Aber da kannst du reinschmeißen, was willst. Hier, zum Beispiel das. Keine Ahnung, ob das was macht. Wo kommt es denn raus? Ach so, hier links. Wo muss ich das dann reinschmeißen? Ja, da oben, aber da geht nicht alles rein. Aua, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Bin ich doof oder leckt das gerade? Nö. Guck mal hier, Miri, hier links ist dann in der Kiste irgendwas drin. Was hast du reingeschmissen, Miri? Ein Cobblestone. Warum war es rausgekommen? Noch gar nichts. Coke, das ist, glaube ich, noch von Katze. Ah, jetzt, okay. Ich habe noch was reingeworfen. Schmeiß mal ein Ei rein. Vielleicht kommt ein Huhn raus. Oh ja, ich hol mal Eier. Ich weiß nicht, was man da reinschmeißen kann. Hallo, ich weiß auch wieder, was du damit machen wolltest, wenn ich mich nicht täusche. Wolltest du die Reaktor-Sachen machen? Ich wollte Reaktor bauen! Wuhu! Echt? Ja, dafür hast du das ganze Stahl gebraucht. Ach so, ja, wusste ich. Ich habe jetzt ein Ei. Okay. Und jetzt? Mich wird ein Ei. Ich habe ein Ei. Und, ist was passiert? Schreddert? Ne, kommt kein Eigelb raus, leider. Traurig. Aber nee. Da kann ich meine Eier loswerden. Ja, bis Katze einmal zu nah kommt. Oh, Miri und ihre blöden Eier. Nö, das klang falsch, ne? Das klang wieder sowas von falsch. Du kannst die Hühner da auch einfach reinwerfen, dann werden die geschreddert. Fies. Wirklich? Ja, habe ich gerade gemacht. Und was kommt raus? Ja, nix. Du bringst es halt um. Federn kommen raus. Ich habe Federn einfach irgendwo hingeworfen. Ach so. Nee, aber es sind Federn in der Kiste rausgekommen. Das kann sein, dass die da rauskommen. Wenn ich dich da reinwerf, was kommt dann gar raus? Gar nichts. Hat ganz sich schon viel einer von euch geschreddert? Ja, da kriegst du Schaden, wenn du reinspringst. Ganz viel Intelligenz. Ja. Ich bin Balui, ganz viel Intelligenz. Ich bin Balui. Guck mal, Balui, guck mal. Was kommt jetzt? Was hat Katze gemacht? Ich hab mein Pausenbrot dabei. Nom, 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 nom. Ja, und jetzt? Ich muss nicht die ganze Zeit nach Essen suchen, sondern ich fülle immer einmal am Tag Essen auf und dann ist das in meiner Lunchbox und der nimmt immer das Beste für mich ist in dem Moment. Es gibt eine Lunchbox? Ja. Dadurch ist Miris Essen noch viel toller. Ich will auch eine Lunchbox. Ja, dann mach dir eine Lunchbox, die ist ultra billig. Okay, warum hast du das jetzt erst gesagt? Haben das die Leute in den Kommentaren geschrieben? Nee, ich habe das bei einem anderen YouTuber gesehen und dachte mir, ich kopiere das und tue so, als wäre es mein eigener Song. Ah. Ein Lunchbox oder ein Lunchbag? Was ist Lunchbox, das hier auf dem Dach? Würde ich sagen. Hallo? Hallo? Kann ich das hier kaputt machen? Du meinst die ganzen Solarpanels? Ja. Ja. Nein! Miri, hier, guck, ich hab da einen Lunchbox gemacht, weil ich die liebe.
Hier. Na, wie benutze ich die? Einfach aufmachen und irgendwas reinschmeißen. Naja, so viel passt da ja jetzt nicht rein. So, wie nee, es passt damit? Immer zwei von einem. Und dann musst du sie offen haben, so wie sie bei mir ist. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass sie zu ist. Ja. So. Und wenn du Shift-Rechtsklick machst, sie auf und dann kannst du sie futtern. Wenn du Hunger hast. Und dann nimmt immer das, was das Beste für dich ist in dem Moment. Cool. Die ist ja mega cool. Das ist toll. Das ist echt toll. Da hast du was Gutes gefunden. Katze, wir sind sehr stolz auf dich. Lüge. Wenn du auch sonst nichts hinkriegst, aber das Warum war toll. Warum ist hier ein Schwein in meiner Küche? Warum liegt da Strom? Warum liegt hier Teppich? Aua. Tut mir leid, ich wollte nur... Nö, so nicht, da port ich mich weg. Tschüss. Meinst du Katze mit Schwein, oder... Ich bin mir noch nicht sicher. Gemein. So, hier, wir müssen mal Quest nochmal an. Hier, Tinkepau. Ach so. Ja. Da mache ich jetzt mal einen Reaktor. Ich wollte eh einen Reaktor bauen. So ist es. Du bist. Ist auch noch eine der letzten Sachen, die wir momentan bauen können, so wie ich das sehe. Nee, was ist denn mit diesen Upgrades da? Warum kannst du die nicht bauen? Welche Upgrades? Ja, Upgrades halt. Ach, jetzt hat er einen Modifier, meinst du? Wie kriegen wir Graphit? Oh nein, war das das, was ich machen wollte? Arc Furnace, Graphit Dust. Wo kriegen wir Graphit her, Katze? Das ist das, was wir doch die ganze Zeit gemacht haben, du Baum. Wie? Was brauchst du denn? Wozu brauchst du das? Ach, Graphit! Du brauchst, Graphit da, brauchst du das Kohle HPO. Brennen. Ja, das HPO-Graphit, dachte ich jetzt gerade. Nee. Nee, normales. Ja, ganz normale Kohle brennen. Dann brenn einfach Kohle durch. Ja, ich brenne auch gleich durch. Ist schon okay. Aha. Du brennst durch? Ja. Warum ist hier eigentlich so ein Ding vor? Warum nicht? Vor dem Alloys-Meter. Warum ist da so ein Rahmen vor oder was auch immer das ist? Dadurch erkennt man gar nicht, was das ist. Was machst du denn da? Mach den Rahmen weg. Danke. Kein Problem. Aua! Warum haust du mich? Was oh, Miri. Miri? Du kannst gleich wieder in Urlaub fahren. Fies. Ja, nicht fies. Du bist fies. Fies. Und immer die fies. Ich bin Miri, fies! Fies! Klang das gut? Fies! Miri mag das, wenn ich meine Stimme so verstelle. Sie liebt das sogar, herrlich. Also, ich bin das... Fies! Fies, fies, fies! Nervig? Soll ich noch ein bisschen weiter nerven? Das fände ich ziemlich fies. Nicht fies, nicht! Schlau! Nein! Fies! Wo ist sie? Fies! Au! Jetzt hab ich die Kiste aufgemacht. Lass mich! Aua! Peace! Legst du mich? Nein. Oh, du stirbst gerade von alleine. Peace! Hast du dir etwa abgebaut? Ja, damit du das reinfallen kannst. Au, jetzt hör doch mal auf, wir brauchen das Tag ist. Jetzt hör mal auf, mich zu hauen. Ich hab gar nichts gemacht. Hör auf jetzt, sei brav. Sei eine liebe Miri. Nein, ich denke nicht. Ich denke Warum nicht. Heute randaliere ich. Heute geht Miri durch die Gegend und randaliert sich zu Tode. Die macht hier richtig Harakash jetzt. Ich hab den Teppich abgebaut. Miri ist ein Rippel. Vor allen Dingen ist sie die Einzige, die diesen blöden Teppich hier haben will. Ja, kannst gerne viel zu dir selber sein. Also, gut, wenn du das brauchst. Jetzt klicke ich nochmal auf das Ender Dragon Eye. Und ja, dann kann derjenige suchen, der es braucht. Darf ich ganz kurz anmerken, Feed? Darf ich anmerken? Wir machen Schnitzeljagd. Ja, du darfst anmerken, dass das nicht nett ist, aber das ändert nichts daran, dass Miri das gemacht hat. Fies. Nervensäge, ehrlich. Fies. Du hast die ganze Zeit fies gesagt, nur weil ich dich ein bisschen geschlagen habe. Jetzt hör doch mal auf! Er hat mich übersteuert schon wieder. Hör doch mal auf. Oh, dann übersteuer doch nicht so. Hör doch mal auf zu übersteuern, Mann. Hör doch mal auf, die Steuern zu zahlen. Ey, der übersteuert sich schon wieder, ey. Fies. Manche Leute werden überbezahlt, andere übersteuert. Oh Mann, Alter. Dieser Witz wurde Ihnen präsentiert von Bitte nimmt meine Steuern nicht weg. Die gehören meinen. Bitte geh dich verbuddeln. Davon wurde der Witz präsentiert. Oh, von geh dich verbuddeln, geh in Bar und guck, okay. Bessere Schaufeln kriegen Sie nur im Einzelhaftel. Achtfachtel. Was Einzelfach, für ein Fachtel? Einzelfachhandel, wollte ich sagen. Einzelhandfachtel.
Hört sich gut an, da gehe ich auch immer einkaufen. Im Einzelfachtel? Ja, im Einzelfachtel. Das ist was ganz Besonderes, da können auch nur die Vollidioten einkaufen. Warte, die ganz schlauen Leute einkaufen. Ach so, ja. Ich habe übrigens unten ein bisschen Obsidian gemacht mit deiner Lava-Produktion, die ja sonst komplett irrelevant geworden ist mittlerweile. Um ganz genau zu sein, habe ich vergessen, dass ich sie angemacht habe und ja. Ich habe extra die gebaut und jetzt kannst du sie nicht mal mehr wertschätzen. Wo ist eigentlich Redstone? Wir haben keinen Redstone mehr, weil deine scheiß Farm funktioniert nicht. Da funktioniert meine Farm. Nimm doch Redstone da raus. Wo? Hier ist nirgendwo Redstone. Das will ich ja nehmen. Lüge, da ist Redstone. Wo? Zeig's mir. Innen. Wie innen? Ja, innen. Wie? Was ist für dich innen? Ja, das innen Gegenteil halt. Von außen. Ich verstehe das nicht. Was ist los mit dir? Ach, innen. Ist doch ganz klar, wo innen ist. Ach, innen. Oh. Weißt du, ich habe extra aus der Kiste alles Redstone rausgenommen, um mich erst recht beschweren zu können. Und dabei war das innen. Nein, draußen. Warum haben die ganzen Sachen noch keine ME-Anbindung, Katze? Weil dein Handy klingelt. Fies. Weil Louis Handy klingelt. Das ist schön. Ja, nicht fies. Brutzeln. Wer? Der Katze. Katze brutzelt. Boah, ich spiele ja mittlerweile Dino-Katzen. Und was für ein Ding? Dino-Katzen, Ark. Was sind denn Dino-Katzen? Ark. Das ist ein Projekt. Und ich bin wieder auf den Geschmack vom Brutzeln gekommen. Ich hab da einen Drachen, der Blitze speit und ich die ganze Zeit brutzle. Ja, Star Wars. Wie will auch wieder brutzeln. Brutzeln. Wir haben heute Star Wars wieder runtergeladen. Wir müssen das wieder spielen. Ja, von mir aus gerne. Nein, von mir aus nicht. Yay. Das kann mir so vorstellen, davor so, ich will wieder Star Wars spielen. Ja, spiel das mit Katze, der will das sowieso nicht spielen. Ja, ich spiel das mit, verdammt. Ihr seid doof. Juhu. Nein, ich bin Katze. Ja, das schließt sich gegenseitig nicht aus. Doch. Redstone Flux Power Tap. Headshot. Hör doch mal jetzt ist doch mal, hört doch mal auf, wie alle beide schlagen mich heute die ganze Folge nur. Ich schlag dich gar nicht. Doch. Radpfanne. Oh Mann. Sei mal lieb, ich bin hier am Arbeiten. Okay. Also das war jetzt nicht ich. Ich war das nicht. Ihr seid doof. Hier, was zu essen. Aua. Ihr seid so blöd. Da waren auch zwei Bauern. Aua, jetzt hört er mal auf. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Wo bist du hin? Hallo? Bist du tot? Warum hast du dein Schwert? Ich war das nicht. Wieso hast du dein Schwert? Ich esse dadurch, dass du mich die ganze Zeit Schaden suchst, ne? Esse ich dein ganzes Essen auf. Nein, fies. Ja, fies. Selber hast du selber zuzuschreiben. Fies. Du darfst mein Essen nicht mehr essen. Was? Ich verbiete dir das ab sofort. Ja, hä? Nein? Doch. Ich denke nicht. Doch, ich denke schon. Ich denke ich nicht. Ich denke schon. Nein, du kannst nicht denken. So, ich habe Reaktor-Quest fertig. Guck mal, da gibt's Loot. Da gibt's nichts. Worunter war die denn? Nichts Besonderes gab's da. Keine Loot-Chests? Nee, aber das, was du kriegst, kannst du mal alles da ins Dings reintun. Worunter war die denn? Unter Dings. Ah. Ich weiß nicht, wie es heißt, Mann. Fuck, Katze. Dinkepau, glaube ich. Pau? Da habe ich eine Menge nicht angenommene Quests. Ja, Tinkepau. Unfähig, würde ich sagen. Ah, noch mehr Yellorian. Schön, 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 schön. Oh, ich habe gerade wieder Screen Next. Es ist immer irgendeine Sache, die geladen. Und dann habe ich keinerlei FPS mehr. Ich weiß nicht, was das ist. Aber wenn ich reconnecte, ist es wieder komplett gut. Okay. Was denn noch Big Steam? Alter, ja, ist klar. Wir bauen ein ganzes Steam-Dingsbums-Riesenteil auf. Lauli? Ja, ich bin mal Louis. Vertraust du mir? Ja. Oh. Na, warte, nein. Was sag ich da? Warum? Ich hab da vorne ein Loch gebuddelt mit einer Pressure Plate, wo TNT dran steht. Das TNT ist aber ein Heilungs-TNT. Ein Heilungs-TNT? Wenn du mir vertraust, dann gehst du auf diese Pressure Plate und lässt dich von dieser Pressure Plate so heilen, dass du 10 Zusatzherzen kriegst. Ja! Bist du behindert? Also hier?
das so, wie die Zuschauer immer schreiben. Da ist eine Kiste, die ist super. Ja, Katze, ich vertraue dir. Wo ist das Ding? Hier ist das Loch. Und da soll ich reinspringen? Ja. Das Heilungs-TNT. Du musst aber auch in dem Radius. Das sieht genau gleich aus wie TNT. Das kommt aus den Tempeln raus. Das finde ich lustig. Heilungs-TNT. Das musst du mit Witherköpfen craften. Das finde ich deswegen relativ interessant. Na dann geh mal rein. Ich habe das letzte Folge schon mal probieren wollen, aber leider habe ich nicht gefunden, wie das Crafting-Rezept geht. Das habe ich im Internet gucken müssen. Es ist eine Vertrauensfrage, Blauli. Ja. Ich gehe mal ein bisschen auf Abstand. Ne? Und dadurch kriege ich 10 extra. Ich brauche keine 10 extra. Doch, Herzen. Das brauchst du. Ja, aber leider nur bis du das nächste Mal stirbst. Also, ich sterb ja nicht. Ja. Ich schwöre dir, wenn mein Inventar weg ist, ne? Dann hast du ein Problem. Ja, wir können dein Inventar auch safen, wenn dir das glücklicher macht. Wenn dir das einfacher fällt, dann reinzuspringen. Ja, um einiges. Dann machen wir das. Dann würde nämlich sonst der Reaktor weg sein. Ach, das ist nicht so schlimm. Warte, ja, ich weiß, warum er will, dass ich da reinspringe. So? Wegen einer Wette und einer Spende. Nein, die Spenden sind schon lange fällig. Ich hätte dich schon vor 3 Folgen umbringen müssen nach Spenden. Hast noch deine Rüstung an. Ich bereue es halt einfach jetzt schon. Das wird witzig. Ich glaube auch. Du bist so gelb. Ja. Ich bin der Urdrache, vergesst das nicht. Ja, nee, kein Problem. Wie viel Abstand muss ich halten? Eigentlich gar keinen. Ja, ja. Das Problem ist, es ist nur eine Entity, die der Zusatzherzen kriegt. Ich hasse dich einfach jetzt schon. Des Los, Todes. Wir sterben. Müssen wir nicht die Folge beenden? Ah, wir machen das in der nächsten Folge. Ihr Lieben, das war's mit der heutigen Folge. Wie er sich drücken möchte. Wir hoffen, ja, hat euch gefallen und irgendwer muss abmoderieren. Okay, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet unbedingt bei Baloo und oder Katze vorbei und ansonsten macht es gut und bleibt schön fies.